Istanbul, eine Millionenmetropole und einer der größten Städte der Welt. Diese Stadt ist Nummer 1 Hotspot von allen Touristen und auch ich war im Oktober letzten Jahres dort, habe einiges gesehen und erlebt und möchte das heute in diesem Video mit euch teilen. Achso, wir nehmen schon auf. Na dann, let's go! Hallo Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wer hätte gedacht, dass 2024 so anfängt? Ich schon, denn das ist schon sehr lange geplant und ich freue mich, heute endlich mit euch über meine Istanbul-Urlaub-Erfahrungen reden zu können. Es ist einiges passiert und ich bin mir sicher, dass ich euch einige Reisetipps geben kann. Ich habe das Video in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ich habe die ersten 3 Tage nämlich für euch hier auf YouTube mitgevloggt. Ich war, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, 8 Tage dort. Alle 8 Tage mitzubloggen für TikTok und YouTube ist unmöglich. Das wäre dann kein Urlaub mehr gewesen. Aber ich habe auf TikTok trotzdem jeden Tag mitgefilmt. Also falls es euch dennoch interessieren sollte, was ich da jeden Tag so getrieben habe, dann könnt ihr gerne auf meinem TikTok-Kanal vorbeigucken. Kategorie Nummer 1, womit wir auch starten werden, ist mein 3-tägiger Vlog. Willkommen bei Tag 1. Wir fangen mit der Anreise an, denn bei der Anreise ist einiges schief gegangen und das könnt ihr auf jeden Fall besser machen. In Istanbul gibt es 2 Flughäfen, einmal einen großen und einen kleinen. Ich bin diesmal beim kleinen gelandet. Ganz wichtig, bei den Flughäfen nehmt euch niemals ein Taxi und auch wenn Leute zu euch kommen, euch ansprechen, Fahrten anbieten, don't do it, die wollen euch nur abzocken. Fahrt lieber mit dem Bus, das haben wir diesmal auch gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel wir genau bezahlt haben, aber definitiv nicht über 4 Euro und der Taxifahrer wollte über 100 haben. Nur damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, was ich meine. Wie ihr sehen könnt, ist einiges an Zeit vergangen, denn ich habe ein paar Stunden nicht gefilmt und das hatte auch einen Grund. Wir haben ein Airbnb über eine Plattform gemietet, welche gefühlt jeder benutzt. Und dieses Airbnb, das habe ich schon auf TikTok erzählt, war die reinste Katastrophe. Alles war voll mit Blut, die Betten waren bepisst und es hat gestunken, es war dreckig, es war ein Massaker. Letzten Endes hat sich alles dem Guten gewendet. Ich habe mit dem Kundenservice telefoniert, die haben uns sofort geholfen. Wir haben auch ein super tolles Hotel gefunden und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, was man vielleicht hätte auch früher machen können. Diese Probleme mit den Airbnbs, die sind tatsächlich nicht so selten hier in Istanbul und deswegen empfehle ich euch, holt euch lieber ein Hotel. Hier könnt ihr direkt schon Eindrücke von unserem Lieblingsrestaurant sehen, denn in diesem Restaurant haben wir gefühlt jeden Tag gegessen. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Essen war unfassbar gut und es war einfach eine Erleichterung, an diesem Abend was essen zu können und zu wissen, dass wir jetzt ein Dach über dem Kopf haben. An Tag 2 ging es direkt schon mit einem nassen Burger los. Die sind ziemlich im Hype und deswegen mussten wir die probieren. Und die klingen zwar nicht so lecker und sehen auch nicht so gut aus, aber die schmecken unfassbar gut. Nach der kurzen Stärkung ging es direkt mit unserem ersten Ausflug los. Und ich sag's euch Leute, so oft hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie in einem Ghibli-Film gelandet. Wenn man etwas aus diesen Touri-Gegenden rauskommt, ich sag's euch, die Landschaft, die Stadt, alles ist so schön. Wir haben dann noch ein paar Leckerlis gekauft für die Katzen, die wir unterwegs immer wieder gesehen haben. Und sind dann Richtung Meer spaziert, denn unser Ziel war heute die Fähre. Wenn ihr euch nämlich eine Buskarte gekauft habt, die müsst ihr immer wieder aufladen, kostet auch gar nicht so viel, könnt ihr die Fähre und allgemein die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel so oft nutzen, wie ihr wollt. Dafür müsst ihr die einfach immer am Eingang einscannen und dann werdet ihr auch schon durchgelassen. Ich fände das richtig cool, dass man für denselben Preis mit Bus, Bahn und halt auch mit der Fähre fahren kann. Und ich sag's euch Leute, für die Menschen, die hier wohnen, ist das ein ganz normales Verkehrsmittel und wahrscheinlich gar nicht mehr so besonders, aber wenn man damit das erste Mal fährt und die Stadt so richtig von etwas weiter weg sieht, es ist so beeindruckend, was für Gebäude es hier gibt, allgemein dieser ganze Vibe. Ich finde, Istanbul hat so eine ganz bestimmte Ästhetik, die kenne ich von keiner anderen Stadt.
Auf der asiatischen Seite angekommen, war es total ruhig, denn hier findet eigentlich immer der Tuesday-Markt bzw. der Donnerstags-Bazar statt. Der war aber heute nicht, weil nicht Donnerstag war. Dementsprechend waren hier gar keine Touristen, haben dort gegessen, sind dann aber nach 1,5 Stunden wieder zurückgegangen bzw. zurückgefahren, denn wir hatten heute noch etwas vor. Wir wollten auf eine Rooftop-Bar gehen und das war das Beste, was wir überhaupt hätten machen können. Denn so einen krassen Ausblick hat man von keinem anderen Gebäude. Die Getränke sind dort natürlich ein bisschen teurer. Du bezahlst halt für die Aussicht, aber es lohnt sich. Dort den Sonnenuntergang zu verbringen, war einfach magisch. Wir waren wirklich, bis es dunkel wurde dort oben, dann war es aber auch schon bisschen kalt. Du hattest von hier oben einfach einen kompletten Überblick auf gesamt Istanbul und auf das Meer. Man hat von hier auch verschiedene Moscheen gesehen und in der Nacht haben sie auch richtig schön geleuchtet. Es war einfach magisch. Und was mich richtig fasziniert, ist die Architektur in dieser Stadt. Hier ist so viel Liebe zum Detail, es ist einfach Wahnsinn. Das war es auch schon mit dem kleinen, aber feinen Vlog. Eine Sache, für die Istanbul vor allem bekannt ist, sind die Bazare. Ich war natürlich auch auf einigen dieser Bazare und dazu kommen wir jetzt. Der Grand Bazaar ist so ziemlich der bekannteste und, wie es der Name schon sagt, größte Bazaar in Istanbul. Ich glaube, den besucht einfach jeder, der nach Istanbul reist. Der Tuesday Bazaar ist auf der asiatischen Seite, da muss man also auch mit der Fähre rüberfahren oder man fährt über die Brücke. Kann man auch machen. Und der Tuesday Bazaar ist halt eben nur donnerstags geöffnet, aber auch ein sehr bekannter und vor allem beliebter Bazaar, weil man dort vor allem billigere Preise hat als bei den anderen Bazaren. Zumindest habe ich mir das so erzählen lassen. Die Leute versuchen dort wirklich alles loszuwerden. Und es gibt auch Menschen, vor allem jüngere Kinder sogar, die euch wirklich hinterherlaufen und versuchen, euch Socken zu verkaufen oder irgendwelche T-Shirts oder Mützen. Ich habe, na gut, nicht ich. Ich bin ein zu großer Schisser. Ich kann nicht verhandeln. Aber meine Familie, mein Bruder meine Mutter. Boah, meine Mutter ist eine andere Nummer bei Verhandlungen. Die Bazare sind vor allem dafür bekannt, dass man gut Preise drücken kann. Aber ich glaube, es liegt daran, wenn die Leute merken, dass ihr nicht Türke seid, also wirklich kompletter Turi. Die drücken die Preise sehr wenig bis gar nicht. Und vor allem Fake-Klamotten, also Louis Vuitton, Nike, Adidas, Dior, alles. Alles ist am Start, was man sich denken kann. Muss dazu sagen, die Qualität. Es gibt Stände, da habe ich echt krasse Qualität gesehen, wo ich mir so dachte, wow. Ganz ehrlich, ich würde nicht erkennen, dass das Fake ist. Lohnen sich die Bazare letztendlich? Ich würde sagen, ja. Allein für das Essen, es gibt dort immer mal wieder so ähnlich wie Streetfood-Stände, wo man auch wirklich sehen kann, wie die Leute frisch die Sachen zubereiten. Ich weiß leider echt nicht, wie man das Essen dort nennt, aber allein dafür, finde ich, lohnt es sich schon. Und bei ganz, ganz vielen Ständen, auch bei Essensständen, sind keine Preise ausgeschrieben. Und es gibt unterschiedliche Preise. Für Touristen und für Menschen, die dort leben, also für Einheimische. Und das ist nicht nur bei den Bazaren so, sondern auch bei Restaurants, aber dazu später mehr. Was mich aber am meisten schockiert hat, waren die Make-up-Stände. Leute, ich sag's euch, das war nicht von dieser Welt. Und ich war wirklich, wirklich am Überlegen, mir etwas mitzunehmen und hab's auch damals in meiner Insta-Story geschrieben, dass ich Make-up mitnehmen werde und es testen werde, auch diese Fakes. Denn mit Fakes meine ich wirklich, die waren absolut gefaked. Die sahen 1:1 aus, wie Dior-Lippenstifte, Maybelline Sky High Mascara. Alles, was irgendwie irgendwo im Hype war, gab es dort für paar Cent. Da diese Sachen nur ein paar Cent gekostet haben, bin ich hellhörig geworden. Man weiß halt einfach nicht, welche Marke steckt dahinter. Dementsprechend kannst du auch nicht wissen, wie diese Sachen hergestellt wurden. Und von Inhaltsstoffen, da müssen wir gar nicht anfangen zu reden. Es gibt keine Inhaltsstoffe aufgelistet. Du hast keine Ahnung, was du dir da eigentlich auf deine Haut schmierst. Essen und Food-Hotspots. Ich sag's euch, Essen in der Türkei unmenschlich gut. Unser Hotel war direkt bei dieser bekannten Shoppingstraße von Taksim. Das habt ihr bestimmt in den 3-Tage-Vlogs gesehen. Aber die Restaurants dort, die sind wirklich nicht
billig und das sind keine türkischen Preise, die ihr dort bekommt. Ich war von der Qualität von dem Essen dort eher enttäuscht. Also wir waren schon in ein paar Restaurants dort und nein, es lohnt sich nicht. Ein Restaurant, das haben wir gefunden, das war wirklich gut und da sind wir auch an mehreren Tagen hingegangen. Eigentlich sogar fast jeden Tag. Das war gut, aber alle anderen, nee. Es lohnt sich so sehr, auch wenn ihr in Taksim seid, wirklich in diesen eher abgelegeneren Gassen zu gehen. Da sind so viele private Lokale, Restaurants, Cafés, die so unfassbar gutes Essen zubereiten. Es lohnt sich hundertprozentig, wenn ihr einfach random in diesen Seitengassen lang geht. Döner ist in der Türkei ganz anders als in Deutschland. Und das ist nichts Neues, das weiß man eigentlich. Aber ja, dieser Geschmack von Döner in der Türkei, es ist nicht lecker. Wenn ihr euch so denkt, wow, ich bin in der Türkei und ich esse hier bestimmt den besten Döner, nein. Was sich aber an Fastfood-Ketten lohnt, sind die amerikanischen Ketten. Es gibt sehr, sehr viele amerikanische Fastfood-Ketten, zum Beispiel Popeyes, Crispy Donuts, aber mein absoluter Favorite war Shake Shack. Leute, ich sag's euch, probiert das. Erstens, wie krass sieht das Essen dort bitteschön aus? Wir sind natürlich in der Türkei und hier geht es nicht um Fastfood und um amerikanisches Essen, sondern vor allem auch um türkisches Essen. Wie schon gesagt, geht wirklich in so private, kleinere Lokale, die so ein bisschen weiter weg von diesen ganzen gehypten, vollen Touri-Straßen sind. Menemen. Mein Gott, gefüllte Weinblätter, gefüllte Auberginen. Sucuk schmeckt dort einfach 100-mal besser. Die Leute, die wissen, wie man Fleisch gut zubereitet, die wissen das einfach. Die machen das so gut. In diesen ganzen privaten kleinen Lokalen kriegst du nicht nur richtig gutes Essen für richtig gute Preise, sondern auch eine Gastfreundschaft, die du aus diesen ganzen überfüllten Touri-Restaurants definitiv nicht bekommst. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Gastfreundschaft ist in der Türkei so heftig, wie ich es noch nie in einem anderen Land erlebt habe. Man muss einfach mal ehrlich sein, hier in Deutschland ist das eine sehr, sehr seltene Erfahrung. Fazit: Istanbul lohnt sich, aber sowas von. Alleine für das Visuelle. Es ist so ein Feeling mit den ganzen wunderschönen Moscheen. Aber nicht nur das, sondern allgemein ist die Stadt richtig, richtig detailliert. Ich bin so ein Mensch, ich liebe kleine Details und diese Stadt ist voll damit. Es gab Gassen und Orte, wo ich dachte, bin ich gerade in einem Ghibli-Film gelandet. Gehypte Orte und Aktivitäten sind meiner Meinung nach den Hype nicht wert. Auch was gehypte Restaurants angeht. Wirklich, die TikTok-Empfehlungen, die haben mich alles enttäuscht. Preislich, aber auch qualitativ. Ich dachte mir so, ich möchte hier nicht 25 Euro für ein Gericht zahlen. Das tue ich nicht mal in Deutschland. Da haben sich die ganzen Sachen, über die niemand spricht, die du einfach so random von dir aus siehst und testen möchtest, viel mehr gelohnt. Istanbul ist eine total vielseitige und schöne Stadt. Vor allem bei den kleinen Straßenständen zu essen, diese gegrillten Maiskölbe haben mich komplett an meine Kindheit erinnert. Egal wann du Hunger bekommst, du kannst ja einfach irgendwas zum Snacken holen. Das ist eine Stadt, die man einmal im Leben gesehen haben sollte. Jetzt habe ich so viel gelabert und das direkt im ersten YouTube-Video auf diesem Kanal. Mein Gott. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, endlich dieses Video machen zu können. Gefällt euch Reise-Content? Seid ihr allgemein interessiert, wenn man mal so ein bisschen vom Ausland berichtet oder auch ein bisschen mitvloggt, wenn man im Ausland ist, dann vielleicht, nur ganz vielleicht, ist dort hingehend einiges geplant. Schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt aber, freue mich aufs nächste Mal wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Es werden sehr, sehr coole Videos kommen. Das verspreche ich euch. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr abonniert. Jetzt halte ich wirklich mal meinen Mund. Ich habe genug geredet. Wir sehen uns. Haut rein.